Moin und willkommen bei Affenfratze. Heute mit einem kleinen Let's Play. Regeln vorweg von Jan zu dem Spiel Korall. Das Spiel ist von Two Tomatoes, oder wie? Two Tomatoes, ja. Two Tomatoes Games. Ist das jetzt auf Deutsch rausgekommen oder letztes Jahr schon? Das ist eine multilinguale Version. Also da ist so ziemlich jede Sprache mit drin. Nehmen wir Deutsch, Französisch, ich glaube Spanisch ist auch dabei. Spanisch und Englisch. Aber ist das jetzt erst im deutschen Handel gekommen? Ja. Jetzt erst im deutschen Handel gekommen. Weil ich letztens noch mit jemandem darüber geredet habe, dass wir das gespielt hatten. Ich weiß gar nicht, wie wir auf das Spiel gekommen sind. Und der das halt eben schon letztes Jahr. Wir spielen Zwei-Spieler-Partie. Und die Jan haut da mal die Regeln zu raus, weil ich habe die Regeln nicht gelesen. Ja, es geht darum, dass wir so einen Korallenriff bauen. Wir starten bei diesem Steinchen hier. Also da werden sich unsere Korallen drum bilden. Eigentlich gibt es vier Korallenarten. Das heißt, wenn man das zu viert spielt, sind das halt vier verschiedene Spieler in Farben. Da wir das nur zu zweit spielen oder auch zu dritt, wird eine der Spielerfarben zu einer neutralen Farbe. Das heißt, Dennis wird gleich gelb spielen. Ich nehme hier die roten Korallen. Und eine dritte Art ist für uns neutral. Das sind die hier, die teilen wir untereinander auf, sodass jeder hier neun Korallensteinchen hat. Die sind immer so L-förmig. Das sind quasi drei Würfel aneinander. Und das Erste, was wir gleich machen, ist nacheinander Korallen hier an diesen Stein anlegen. Das können entweder unsere eigenen oder halt diese neutralen sein. Und das machen wir so lange, bis der Stein komplett bedeckt ist. Jetzt habe ich hier an der Seite noch ein bisschen Stein. Da könnte jetzt vielleicht noch so ein Teil hin. Und jetzt ist der Stein komplett bedeckt und jetzt kommt quasi die zweite Spielphase. Jetzt nehmen wir nämlich unsere kleinen Korallenfigürchen hier und setzen uns nacheinander auf diese Position, beziehungsweise auf den Spielplan in Anführungszeichen. Die Sache ist, die eigene Koralle darf niemals auf den eigenen Steinchen stehen. Das heißt, mal angenommen, hier würde noch sowas Rotes sein, da könnte ich mich mit der roten Koralle jetzt nicht draufstellen. Ich darf da auch nie hin auf meine eigenen. Ich kann mich immer nur auf neutrales Gebiet oder auf das Gebiet anderer Spieler draufstellen. Wenn wir uns jetzt so platzieren würden, Dennis hat seinen hier so schön hingelegt, ist vielleicht ein bisschen besser für die einfacher. Ansicht, dachte ich gerade auch. Also das würden wir nacheinander machen, ne? Erst ja die eine Person, dann die andere Person und dann wird jetzt halt in immer abwechselnden Zugreihenfolge können hier entweder Korallen angelegt werden, also unsere Korallensteinchen, oder wir können uns bewegen. Aber erstmal zu dem Anlegen. Wenn ich anlegen möchte, kann ich ausgehend von meiner Koralle immer nur anbauen und ich muss so anbauen, dass das Teil, das ich anbaue, den Kubus berührt, auf dem meine Koralle ist. Wie gesagt, sind das ja quasi drei Würfelteile, es sind ja so L-förmige Stückchen und das muss immer aneinander gebaut werden. Das bedeutet, ich kann hier, da wo die rote liegt, da könnte ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht so daneben bauen, das wäre zu hoch. Das kann man in der Draufsicht jetzt natürlich schwer erkennen. Ich kipp das mal so ein bisschen zur Seite vielleicht. Wenn meine Koralle hier ist, dann würde ich ja auf diesem Kubus hier stehen und den hier anbauen, das würde sich nicht berühren. Das würde so nicht klappen. Also das Teil könnte ich so nicht bauen, das könnte ich allerdings so anbauen, weil dann würde der Würfel diesen Würfel hier berühren. Ich kann auch direkt unter mich bauen. Ich kann sagen, so, ich möchte hier einmal hochflattern, etwas unter mich stellen und dann mich wieder draufsetzen. Das kann aber nur ein neutraler Stein sein. Das kann ja nicht meine eigene Farbe sein, weil da darf ich ja niemals raufziehen. Alternativ kann ich auch sagen, ich möchte diese Runde nicht wachsen, heißt es hier, also nicht eine Koralle anlegen, sondern ich möchte mich bewegen. Die einfache Bewegung, ich nehme deine Figur mal kurz hier weg. Ja, klar. Die verläuft so, dass ich mich hier orthogonal angrenzend rumbewegen kann, wie ich möchte. Auch Höhenunterschiede, also hier ist eine Stufe drin, kann ich überwinden, wie ich will. Ich darf halt nur nicht auf meine eigenen drauf. Ich könnte zum Beispiel von hier hinten hier vorne hinfahren. Überhaupt kein Problem. Die Sache ist, wenn ich das in der nächsten Runde nochmal mache, dann muss ich einen meiner Steine abgeben aus meiner Reserve. Also immer, wenn ich zweimal hintereinander die Bewegen-Aktion mache, die einfache Bewegen-Aktion, dann muss ich einen Stein abgeben. Und warum ist das so? Das ist so, damit wir uns gegenseitig nicht die ganze Zeit zustellen. Denn wenn hier eine Person ist, zack, mal angenommen, Dennis steht hier, dann kann ich da nicht hin, weil Dennis steht im Weg. Ich kann mich nicht diagonal bewegen, das heißt, ich kann da im Moment einfach nicht hinfahren. Um da dennoch hinzukommen, gibt es auch eine alternative Bewegung, die nennt sich Schwimmen. Das heißt, ich nehme meine Figur weg in meinem Zug,
schwimme raus ins offene Meer quasi. Und in meinem nächsten Zug kann ich sagen, ich möchte hier wieder einsetzen. Aber dann ist mein Zug auch vorbei. Mehr kann ich nicht machen. Das heißt, ich habe 2 komplette Züge aufgewendet, um mich einmal zu teleportieren quasi. Das Spiel endet oder das Spielende wird eingeläutet, sobald eine Person keine Korallensteinchen mehr hat. Dann spielen die anderen noch lustig weiter, aber am Ende jeder Runde muss dann ein Stein aus dem eigenen Lager oder aus der eigenen Reserve weggetan werden. Das heißt, das Spielende wird ziemlich schnell kommen dann. Und dann wird ausgezählt. Achso, ich habe noch gar nicht über die Punkteverteilung geredet, denn was wir hier tun, ist nämlich eigentlich das Ganze so aufbauen, dass wir möglichst viel Sonnenlicht bekommen für unsere eigenen Korallen. Und am Ende wird einfach von oben geschaut, wer mehr Korallensymbole der eigenen Farbe sichtbar hat. Und wenn ich hier mal gucke, die Neutralen zählen natürlich nicht, hat Rot hier aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Gelb hat hier 1, 2, 3, die von oben sichtbar sind, die Sonne bekommen und die Punkte geben würden. Das ist das Spiel. Realistisches Ergebnis auf alle Fälle schon mal. Wir haben das gestern noch mal zu dritt gespielt. Da werden die Steine dann noch aus dem Beutel gedraftet. Dann hat man auch die Steine der Gegner zur Verfügung. Ja, es gibt eine Spielvariante. Die Chaos-Variante. Ich fange mal an, ne? Ja, das spielt man zu dritt so, dass man alle Teile in so einen kleinen Beutel packt, der mit dabei ist. Und dann werden am Anfang quasi die Teile gedraftet. Aus dem Beutel raus, blind. Und dann muss man mit dem arbeiten, was man hat. Da kann man natürlich auch gegnerische Korallensteinchen haben. Das führt natürlich dazu, dass man mehr versucht zu überbauen, als selber Fläche gut zu machen. So, am Anfang hat sich herausgestellt, es ist ganz klug, erstmal neutrale Korallen zu nehmen. Weil wenn man seine eigenen hier am Anfang schon platziert, da wird so ein Turm entstehen im Laufe des Spiels. Das wird höchstwahrscheinlich überbaut werden. Ich baue jetzt einfach mal so hier an. Die Punkte sind auf alle Fälle weg. So, und jetzt ist das Korallenriff fertig. Also dieser Stein, dieser Startstein ist vollkommen eingebaut. Und jetzt nehme ich mein Korallenfigürchen und stelle das irgendwo hin. Ich stelle das mal hier hin. Ich leg die mal hin. Ja, dann sind die besser zu sehen. Dann darfst du beginnen. Zack. Machen wir jetzt beide die gleiche Taktik. Wir kommen uns aber auch nicht ins Gehege. So, jetzt möchte ich mich bewegen. Höhenunterschiede kann ich ja umgehen, wie ich möchte. Dann setze ich mich hier oben hin. Dann ist Dennis. Mach jetzt mal weiter, ne? So, und ich baue jetzt hier an. Weil jetzt ist der Kubus, den ich hier ansetze, ja auf einer Höhe mit dem, auf dem ich bin. Das geht so. Und jetzt habe ich Dennis Koralle komplett überdeckt. Hm. Gehe ich hier drauf? Ich baue so. Dann möchte ich mich bewegen. Beweg mich hier hin. Ich darf mich schon wieder da nicht bewegen, ne? Ja, ich schwimme. Also es ist auch ein Spiel, wo man, also wir stehen schon wieder beide, weil man immer von oben gucken muss. Ja, man muss das natürlich immer so von allen Seiten hier betrachten. Zack. Also für Leute, die gerne nicht am Spieltisch stehen, ist das nichts, sage ich mal. So, dann ist jetzt dahin geschwommen, damit ist sein Zug auch schon vorbei. Oder man bräuchte so ein, wie im chinesischen Restaurant, so ein Drehteller. Dann kann man sitzen. Okay. Oh. Hochbauen ist auch gar nicht so schlecht. Ich sage schon mal was zum Tiebreaker. Wenn es hier unentschieden ausgehen sollte, dann werden die meisten Korallen in der obersten Ebene gezählt. Dennis. Was denn? Zack.
So, ich brauche eine Pinzette. Sonst komme ich da nicht wieder raus. Lass mich kurz mein Figürchen. Ich lasse dich kurz raus. Wo bewege ich mich denn jetzt mal hin? Ich gehe hier hin. Also den Weg hier kann ich ja so laufen. Ich gehe dahin. Ich baue so an. Bewegung, einfache Bewegung. Bewegung. So, das war das letzte Teil. Jetzt kann Dennis noch einmal am Ende seines Zuges, hätte er es ohnehin abgeben müssen. Das heißt, Bewegen macht jetzt keinen Sinn mehr. Ja, das war gut. So, und dann ist das Spiel vorbei. Oh, du hast gewonnen. Jetzt sehen wir von oben, ich zähle bei Dennis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gelbe Korallen. Oh, oh, oh. Und ich zähle bei mir 1, 2, 3, 4, 5 rote Korallen. Das heißt, Dennis hat das Spiel gewonnen. Der Wahnsinn mit dem letzten Zug. Ich wollte ihn erst links stellen, hätte ich aber nur einen Punkt weniger gekriegt. Der hätte Zug gewonnen, weil du höher liegst. Eieiei. Also wie ihr seht, ein kleines, feines Spiel, was schnell gespielt ist. Aber auch gar nicht die Zeit jetzt hier im Kopf. Ich habe immer noch keine Uhr da drauf. Es ist abstrakt, es ist nicht ganz so meins, aber ich spiele es gerne mit. Tatsächlich ist nichts, was ich im Regal haben müsste. Oh, oh. Gesundheit. Gesundheit. Oh, das ist noch deine Schimmeltapete, Alter. aber da Jan das ja hat, kann ich es immer gerne mitspielen. Also ja. Auch zu dritt ist das total witzig mit diesen Draften. Dann hofft man immer, seine eigenen Steine zu ziehen. Und zieht dann die des Gegners und denkt sich, ja geil, baue ich einfach in die Höhe. Überbaue ich einfach, mir egal. Ja, also mir persönlich gefällt es sehr gut. Eins der wenigen Spiele, die wirklich mal ihren Weg zu mir nach Hause gefunden haben. Ich habe es auf der Messe Spiel 2022 schon einmal angespielt. Fand das da schon gut, aber hatte mich jetzt nicht direkt überzeugt. Aber als es so in den Laden gekommen ist, da dachte ich, ah doch, das war doch ganz witzig. Ich hole mir das mal und möchte das nochmal ausprobieren. Und eigentlich mag ich abstrakte Strategiespiele gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie nicht mag, aber die begeistern mich halt nicht. Ne? Solche Spiele wie Azul, Quirkel, Cascadia zähle ich da jetzt auch mal zu, ist ja auch relativ abstrakt. So sowas holt mich jetzt überhaupt nicht ab. Das spiel ich zwar gerne mit, aber es ist jetzt nichts, was mich wirklich, wirklich irgendwie begeistern könnte, wo ich sagen würde, das macht wirklich Spaß. Das hier aber anders. Und ich glaube, herausgefunden zu haben, was mich an diesem Spiel so begeistert. Das ist einerseits die Haptik, also das sind dicke Holzklötze, das macht wirklich Spaß, die anzufassen, fühlt sich alles gut an. Dieses Bauen macht irgendwie Bock, das hat so ein bisschen was von einem Stapelspiel, was ja auch irgendwie ist, so ein strategisches Stapelspiel. Aber es ist auch ein Spiel mit perfekter Information. Also jeder startet mit den gleichen Teilen und ab dann ist alles absehbar. Das ist ja nicht so, dass irgendwann mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass ein Würfel geworfen wird, eine verdeckte Karte oder wir während des Spiels Teile aus dem Beutel ziehen oder so. Sowas passiert nicht. Und Hive zum Beispiel, falls sich da noch jemand dran erinnert, so ein Zwei-Personen-Spiel bei Hoch, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das hatte auch so diese Verbindung aus schönen Steinchen und halt perfekter Information und einem hohen strategischen Anteil. Das ist hier genauso. Und es ist genauso flott. Es ist jetzt nicht so, dass man da drei Tage dran sitzt, wie an so einer Partie Schach, die sich halt endlos strecken kann. Also theoretisch geht das hier auch. Aber dafür ist es einfach, hat man, ich sag mal, zu wenig Optionen, die man vorhersehen kann. Oder zu wenig Möglichkeit zu antizipieren, was der Gegner tut. Dass es hier relativ gut und flott läuft. Wie lange haben wir es gebraucht? 10 Minuten oder so? Stimmt, mehr waren das ganze Spiel abgehandelt. Kann das von hier aus nicht lesen. Weiß ich nicht. Naja, es lässt sich super zu zweit spielen. Es lässt sich super zu dritt spielen. Zu viert haben wir es leider noch nicht ausprobiert. Aber es gibt auch zu viert eine Symbiose-Variante. Da spielt man halt in Zweierteams
gegeneinander. Stelle ich mir auch noch ganz witzig vor. Es gibt auch noch eine Solo-Variante. Also hier sind auch noch haufenweise Karten drin. In allen Sprachen. Ja, mit denen ich mich, noch nie beschäftigt habe. Aber das sind halt die Karten für das Solo-Spiel. Da sind dann so bestimmte Bauten drauf, die man versucht. Immer 10 oder so waren das, ne, pro Sprache. Ja, das kann ganz gut sein. Achso, du hast die Deutschen diesmal oben. Da sind dann so bestimmte Gebilde drauf abgebildet, die man versucht im Solo-Spiel nachzubauen. Ich würde sagen 9. Immer, guck mal, pro Farbe. Nee, 12. Was zähle ich denn da eigentlich? 4 mal 3 sind 12. Ja, ich halte das für ein sehr gutes Spiel. Und ich glaube, das ist auch so eine schöne Geschenkidee. Da kann man einfach nichts mit falsch machen. Das ist einfach schönes Material. Es ist sehr einfach und zugänglich. Das ist so ein schönes so Kaffee- und Kuchenspiel. Da kann ich das vielleicht mal mit hinnehmen, wenn ich irgendwann zu Nichtspielern eingeladen werde. Und ich weiß, wir sitzen da 10 Minuten und schweigen uns gegebenenfalls an. Da kann man natürlich immer sowas wie Coral mitnehmen, weil das wird jeder sofort Zugang haben. Die Regeln sind ja super einfach. Und dann hat man halt ein lustiges Spiel, bei dem man sich immer in die Quere kommt. Man behagt sich ja die ganze Zeit. Das hat natürlich auch so diesen kompetitiven Charakter. Das macht schon wirklich Spaß. Kann nichts Schlechtes zu sagen. Und sonst spielt man einfach mit den Bauplätzen. Sonst spielt man einfach mit den Bauplätzen. Nein, also es macht auch Spaß zu spielen, so ist es ja nicht. Ne? Aber ich bin dieses Abstrakte. Ich freue mich immer, wenn ich sowas gewinne, weil ich ja ein Bauchspieler bin. So, ne? Ich denke nicht drüber nach, was ich da mache. Ich schaue immer, ja, wo kann ich denn die Parade fahren? Das war's. Mhm. So. Aber dann selber darauf zu achten, dass ich mehr Punkte habe, das ist immer so dann. Ja, wir haben gestern 2 Spiele zu dritt gespielt, mit Lisa zusammen. Und in beiden Spielen hat Lisa alleine mehr Punkte gemacht als Dennis. Wir beide zusammen, weil wir jetzt immer in die Karre gefahren sind. So. Und Lisa so, ja, ich baue auf. Ja. Nee, ist auf alle Fälle ein schönes Spiel. Was kostet so ein Ding? 23,99. Euer Preis oder allgemeiner Preis? Unser Preis. Aber ich glaube auch, das ist UVP. Okay. Also für 23,99 macht man auf alle Fälle nichts falsch bei dem Material. Nee, also das ist zur heutigen Zeit sogar günstig. Das finde ich auch. Tatsächlich, das ist ja Holz, richtig, ne? Ist ja jetzt nicht irgendein Müll. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like da, ein Abo. Und habt ihr das schon gespielt? Wie fandet ihr es? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.